Stallung. Mit was für einem Abstand? Schon so, dass man hier zwischen den Gebäuden noch zu durchkommen kann, aber nur so ein bisschen. Ich würde fast sagen, wir fangen hier tatsächlich mit der Stallung schon an. Ja. Okay. Auch die Stallung kriegt natürlich hier einen Boden wieder, aber dann vielleicht aus anderem Holz. Dann nehmen wir vielleicht auch Fichtenholz noch dazu. Oh, das ist noch zu klein. So. Frage ist, ich glaube, die Tiefe des Gebäudes können wir maximal so machen. Also noch tiefer muss es nicht sein. So, ich würde vielleicht sagen, hier auf dem Bereich ist der Verkaufsbereich. Hier kommt man rein und hier kommen dann die Boxen hin. Sie muss hier mal noch was wegschlagen, meine Güte. Blub, blub, blub. So, 1, 2, 3, flop. Muss das Gebäude noch länger werden? Verkaufsbereich, beziehungsweise der Bereich, wo vielleicht sowas wie Sättel und so lagern. Eingangsbereich, Stallungen. Ja, wir müssen noch einmal weitergehen, denke ich mal. So, bis hierhin. Super. So, perfekt. Hier geht natürlich auch wieder eine kleine Treppe rauf. Und hier in dem oberen Bereich ist dann jetzt erstmal der flache Boden. Den machen wir dann jetzt auch erstmal zu Bohlen. Aber ich dürfte noch genug Bohlen haben. So, wo war das hier? Oh, 16 nur. Schade, ich dachte, ich hätte mehr. Ach, na gut. 16 ist besser als gar nichts. Oh, wirklich, da muss ich doch tatsächlich jetzt schon wieder anfangen. Oh ja, egal. Flupp. Dann muss ich jetzt wirklich anfangen, auch wieder was mitzunehmen. Ich glaube, ich packe den gebrannten Ton hier rein. War denn der auch schon gebrannt? Nee, das ist orange gebrannter Ton. Alles klar. Dann machen wir das so. Den gebrannten Ton packen wir einfach in diese Kiste und in der anderen Kiste ist der nicht gebrannte Ton. So. Dann noch der und der. Sehr schön. Okay. Dann brauchen wir jetzt erstmal die Grundfläche. So, da habe ich ein anderes Holz genommen, genau. Das ist so völlig in Ordnung. Soll ja nicht jedes Gebäude nebeneinander genau gleich aussehen. Darf sich meinetwegen auch gerne von der Holzsorte ein bisschen unterscheiden. So. Wenn ich dann jetzt gleich hier mit der Grundfläche weitermache, werde ich dann hier schon mal gedanklich zumindest abstecken, wo was sein soll. Boah, und wir brauchen dann natürlich Pferde auch hier drin, ne? Oh, das wird ja was, Pferde hierher zu holen. Gott, in der Wüste gibt es keine Pferde. Aber ich muss es mit ein bisschen Pech halt nur zweimal machen, ne? Also zweimal ein Pferd holen. Und dann züchten wir Pferde halt. So, also. Hier vorne kommt die Wand hin. Ich mache das jetzt einfach mal mit Erde. Das heißt, hier ist ja Wand so, ne, der ganze Wandbereich. Wie groß werden dann die Boxen? Hier 3? Das wird doch gut passen. Hier ist er zu. So, dass hier dann vorne der Zaun von der Box ist. Das heißt, hier... So wird dann eine Box, würde ich sagen. 3x3 ist aber ein bisschen schmal, oder? Wollen wir die noch einen weiterziehen?
Ich glaube fast. Wir machen hier die Box noch einen weiter. Das heißt, ich brauche darunter natürlich auch noch Holz. Dann kommt hier ein Gang, zwei breit, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite dann nochmal eine Box. Das heißt, das wird dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 nochmal in diese Richtung sein. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Das ist also unsere Grundfläche. So, bis hier. Ah, ein bisschen schmaler als das andere Gebäude. Sieht man eh von vorne nicht. So. Alles klar, machen wir das hier mal zu. Boah, ey, heute habe ich Probleme mit dem Steuern. Das ist ja unglaublich. Gut, diesen Tümpel hier werden wir wohl nicht zu einem Brunnen machen. Okay. Du kommst weg. Sehr schön. Wupp, 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 wupp. Und jetzt wird es schon wieder zu dunkel. Dann gehen wir halt schlafen. Genau, und eine Treppe kann ich auch gleich mitnehmen. Ich meine, Treppe müsste ich jetzt hier noch in der Truhe haben. So, da, oh, nur zwei? Was? Nur zwei? Oh Mann, da müssen wir ja was schlagen gehen. Dann halt keine Treppe, dann laufe ich aktuell noch so rauf. Na? Oh verdammt, jetzt muss ich mal von hinten aufspringen. Dann machen wir eine Treppe aus... ne? So. Und als nächstes muss ich gleich sowieso wieder Holz hacken gehen. Holz hacken und Holz pflanzen. Die kommt einfach nicht rauf. Mensch, du dummes Teil. So, dann, weil wir jetzt schon so weit wieder hier rüber gekommen sind, wobei ich möchte das Wäldchen stehen lassen. Ich schlag hier wieder. Das ist unsere Zuchtfarm. Hier steht auch jede Menge Licht. Hier könnte ich sogar in der Dunkelheit die Bäume schlagen gehen. So. Und da ist meine Axt kaputt. Ach, du ahnst es nicht. Da ist schon was runtergefallen. Wie cool. Mache ich dann jetzt auch eine Steinhacke? Also eine Steinholzfäller-Axt? Ich denke schon. Wollen wir mal ein bisschen günstiger bleiben hier, ne? Machen wir zwei. So. Und wieder frisch ins Werk. Hör mal, Hasi, du kannst gern in mein Haus gehen übrigens, ne? Mikasa ist Tsukasa. Es beginnt hier wieder meditatives Holzhacken mit Regga. Ach so, verdammt! Das ist ja das ganz falsche Holz! Ah! Von dem anderen Holz hätte ich doch nur gehabt, ey. Ah. Ach Mann, sorry fürs ganze Geräusper. Von dem anderen hätte ich doch auch noch gehabt. Echt deppig. Naja, gut. Gut, die drei können wir schon mal pflanzen hier. Es sind sogar schon ein paar mehr. So, dann setzen wir mal da einen hin und da einen hin. Und hier einen hin. Und da einen hin.
Ja, die sind da echt freigiebig. Die Eichen, die geben mir immer neue Setzlinge. Da, die dicken Fichten. Die sind da nicht so freigiebig. Okay, weg damit. Dann habe ich hier braungebrannten Ton. Stimmt ja, den hatte ich ja auch noch abgeerntet. Okay, dann nehme ich erstmal, was ich jetzt hier noch habe. Also zumindest die Hälfte davon mache ich nochmal zu Brettern. So, dann kann ich zumindest wenigstens schon mal den Grundriss fertig machen. Oh, hoffe ich zumindest. So ein Grundriss frisst ja doch ganz schön viel. So, und dann beginnt jetzt die Qual der Wahl, was die Hölzer angeht für außen. Ich könnte jetzt natürlich nochmal genau das gleiche Holz nehmen. Aber sieht das gut aus? Ah, ich denke schon. Ich glaube, kann man machen, dieses Holz jetzt hier auch für eine große Außenwand nehmen. Okay, das hätten wir fertig. Trotzdem muss natürlich außen aber auch einen Holzstamm hin, der das Ganze irgendwie ordentlich hält. So. Andere Seite auch. Rechts und links vom Eingang natürlich auch. Das heißt also hier und hier. Ja, und beim Rest weiß ich noch gar nicht. So, das heißt hier und da. Dann haben wir hier den Eingangsbereich und... Beim Rest weiß ich es noch nicht. So, aber du kannst jetzt erstmal wieder weg da. Ach so, ja doch, wartet mal. Ich mache noch da, wo letztendlich die Begrenzung vom Gang sind, welche hin. Dann weiß ich das nämlich auch. Ich glaube, genau hier laufe ich gerade schon auf der Mitte des Gangs, ne? Mhm. Das heißt einmal hier und hier. 4, 4, perfekt. Okay, und dann mache ich jetzt hier nur noch die Abgrenzungen von den Stellen. Das heißt, hier kommt eine Wand hin. Da kommt eine Wand hin. 1, 2, 3. Ach ja, ist ja perfekt, ist ja perfekt. Dann kommen hier überall Ställe hin. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pferde, die wir ausleihen können. Hier in dem vorderen Bereich. Hurra. Kommt, denke ich mal, von dem Mietsstallbesitzer. Ja, also hier vorne. Ich sag mal, ich würde hier wahrscheinlich zumachen noch. Dann machen wir hier in dem hinteren Bereich von dem einfach Wohnbereich hin. Hier so. Das ist echt nur wenig, aber ich meine, da muss ja nicht viel rein, außer einem Bett und vielleicht einer Kochnische. Und hier in dem vorderen Bereich dann, meine Güte, also heute ist ja ganz schlimm. Hier in dem vorderen Bereich, also hier ist der Gang, wo die Leute reinkommen so. Hier macht man dann vielleicht so eine Art Theke hin. Mit so einer Art Klappding als Durchreiche. Und hier hinter lagern dann die Sättel und das Zaumzeug und ist die Kasse, damit er die Pferde halt vermieten kann. Ne? Und hier ist halt sein privater Wohnbereich. Da kommt man dann auch durch eine Tür hin, die dann irgendwie hier so ist, denke ich mal. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich denke schon, ne? So, aber das ziehen wir auch erstmal hoch, denn die Stallungen müssen ja schon eine bestimmte... so, eins. Ach nee, wartet mal. Was habe ich denn jetzt hier für ein Holz genommen? Ach lol, jetzt habe ich genau umgekehrt das Holz genommen. Ja, Hammer. Ja, Hammer. Jetzt habe ich genau umgekehrt das Holz. Ach, ist egal. Ist ja egal. So, machen wir das erstmal 3 hoch. Und dann müssen wir da irgendwie so ein ganz leicht schräges Dach nur drauf machen. So. Ja, das ist ja herrlich. 1, 2. 1, 2. Und hier dann noch das
Holz mit den ganzen abgeschnittenen Ästen dran, ne? So, alles klar. Von der Höhe her sollte es das mal gewesen sein. Und da kommt dann nur ein ganz leicht schräges Dach drauf. Ach ja, cool. Ich glaube, da kann ich dann gut mit Slabs arbeiten. So, und mal gucken, ob ich jetzt hier noch was einsammeln kann. Ah, da ist noch was runtergefallen. Schön. Hui! Und vor allen Dingen habe ich jetzt hier Platz, um wieder jede Menge Bäume zu pflanzen. Sehr schön. Ich brauche euch ja. Über kurz oder lang auf jeden Fall. So, alles klar. Ich denke, das reicht erstmal wieder. Ich habe 38 Stück hiervon. Die werden doch niemals reichen. Und natürlich brauchen wir im Pferdestall nur ganz kleine Fenster. Also nicht so wie hier so zwei hohe Fenster. Aber wie gesagt, das Gebäude soll ja auch per se viel niedriger werden. So, das heißt hier, zack, 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 mit dem Fenster drin. Ne? Weil ein echter Cowboy, der liebt seine Pferde, auch wenn es Mietpferde sind. Oh ja. Rückseite auch. Zip. Und Ende. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Das war falsch. Ah, ja gut, ich muss eh schlafen gehen. Ach, jetzt habe ich den Stamm. Naja, egal. Ach, ich muss sowieso noch viel mehr holen. Noch viel mehr braucht man da. Meine Güte, ganz schön arbeitsreiche Tage sind das hier im Wilden Westen, ne? Auch so ein Stall ist nicht mal eben gebaut. Insbesondere dann, wenn man erst noch Zeit mit der Planung erstmal verschwenden muss. So, aber ich habe ja noch. Das heißt, die mache ich auch mal alle noch zu Brettern. Damit komme ich dann jetzt wieder. Aufpassen. Ein kleines Weilchen aus. Okay. So. Wunderschön. Hier auf der Seite wird es zu sein. Da machen wir keine Fenster rein. Ein Fenster reicht jeweils. So, wie machen wir dann jetzt die Zwischenbereiche? Und machen wir jetzt hier noch Stämme hin oder nicht? Dass ich den dahin gesetzt habe, war ja ein Versehen. Da bin ich mir halt noch nicht so sicher, wie ich das machen möchte. Na, machen wir erstmal hier zu. Machen wir erstmal hier zu. Hier brauchen wir dann jetzt auch nur ein kleines Fenster. Hier auch. Dafür machen wir dann, denke ich mal, einfach auf die Wand noch so ein Fenster. Noch so ein doppelt breites Fenster, weil das hier ist ja die Wand. So, genau, so ein doppelt breites Fenster. Ja, in die Wohnung fällt auf jeden Fall auch genug Licht rein. Okay. Machen wir hier im inneren Bereich dann vielleicht anderes Holz hin? Also hier vielleicht das helle Holz? Oh, Telefon, ich bin gleich wieder da.